Götz-Ulf Jungmichel, der Projektleiter der Boot Düsseldorf. Wahrscheinlich fällt so langsam die Nervosität ein bisschen ab. Wir stehen einen Tag vor der Messe. Fast alles ist fertig. Wie ist die Stimmung? Ist alles gut gelaufen? Ja, also wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Erfolgreich dahingehend, dass es uns gelungen ist, mehr Aussteller auf einer etwas größeren Fläche zu gewinnen, auf Düsseldorf als Marktplatz zu setzen. Die Gespräche liefen bis weit nach Weihnachten sogar noch teilweise, sodass also da noch ganz spät Entscheidungen kamen. Was aber auch zeigt, die Industrie ist bemüht, die Industrie braucht den Marktplatz. Das freut uns natürlich sehr und jetzt die ganzen Aufbauprozesse laufen sehr gut. Es gibt eigentlich keine Schwierigkeiten, das Wetter spielt mit, die ganzen Logistikunternehmen haben mitgespielt, die Termine konnten alle gehalten werden. Also bisher, toi toi toi, wenn das so weitergeht, können wir morgen einer guten Eröffnung entgegenschauen. Das hört sich ja schon sehr gut an. Gibt es in diesem Jahr denn auch was richtig Neues zu sehen auf der Messe? Ist das Konzept noch erweitert worden? Ja, wir haben natürlich die 360 Grad Wassersport erleben, weiter oder wieder aufgenommen, weiter ausgebaut. Wir haben die World of Paddling, das war die Kanu-Welt im Prinzip, die erste Themenwelt, die wir vor 4 Jahren überhaupt mal angefangen haben zu inszenieren, komplett überarbeitet und haben dort jetzt auf 90 Metern einen Flusslauf installiert in die Halle, 3 Meter breit, 40 Zentimeter tief, wo man in einer Fels- oder Gebirgs- und Waldlandschaft tatsächlich mit dem Kanu fahren kann und einfach mal gucken kann, wie das wirkt, wenn man sich halt die Natur mal vom Wasser anschaut und soll letztendlich so ein bisschen zeigen, dass man nicht mehr nur große Destinationen braucht, um Wassersport zu üben, sondern einfach direkt vor der Haustür einfach mal auf einen Fluss gehen kann und einfach mal schaut, wie schön das sein kann. Sie haben es schon ausprobiert? Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, die Jungfernfahrt zu machen, sowohl mit einem neuen Kanu als auch eben auf unserer Strecke. Und es macht wirklich Spaß. Das hört sich gut an. Gibt es noch was hier in den 9 Tagen Boot Düsseldorf, das Sie persönlich auf keinen Fall verpassen wollen? Naja, also standardgemäß ist für uns immer am zweiten Samstag der Tauchtermin in unseren Schnuppertauch-Gegebenheiten, die wir hier haben in Halle 3. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten wünsche ich einfach mir, dass wir zufriedene Aussteller haben, die glücklich am Ende von dann ziehen und weiterhin dann sagen können, Mensch, Düsseldorf, das ist es. Vielen Dank, Herr Jungmichel. Danke auch. Jürgen Tracht, Geschäftsführer vom Bundesverband Wassersportwirtschaft. Wir stehen einen Tag vor der Boot, morgen öffnen die Tore, die Boot 2012 hier in Düsseldorf. Wie ist die Stimmung vor dem Start? Wie liefen die Vorbereitungen? Ist alles bereit? Also ich glaube, noch ist die Stimmung ein bisschen aufgeregt, aber das liegt nur daran, dass die Hallen noch nicht alle so richtig aufgebaut sind. Das ist aber ganz normal. Am letzten Tag vor Beginn der Messe, ich bin sicher, spätestens diese Nacht um 4 sind die Stände so, wie sie sein sollen und dann kann es morgen tatsächlich losgehen. Nein, Stimmung ist gut, jetzt auch vor der Messe. Wir haben ein kleines Plus bei der Fläche, die vermietet worden ist. Wir haben auch ein kleines Plus bei den Ausstellern. Und ich denke, das ist ein hervorragendes Ergebnis, weil wir ja gesehen haben, dass alle anderen Messen, die vorher stattgefunden haben, auch im Herbst, doch teilweise erheblich federn lassen mussten. Das ist in Düsseldorf nicht der Fall. Also darüber sind wir sehr froh und glücklich. Was gibt es denn in diesem Jahr Neues zu erleben auf der Boot? Wir hören ja 360 Grad Wassersport erleben. Das ist das Motto, unter dem die ganze Veranstaltung steht. Was können wir dieses Jahr Neues finden in den Hallen? Ja, ich denke, die Boot hat sich noch mehr den Besuchern zugewandt. Das ist ja auch das Motto, 360 Grad Wassersport erleben. Wir wollen nicht nur hier Produkte anbieten und zeigen, die dann gerne auch gekauft werden dürfen, sondern wir wollen auch neue Menschen für den Wassersport begeistern. Und das kann man nur machen mit Mitmachangeboten. Das heißt, hier in Düsseldorf auf der Boot hat jeder die Möglichkeit, auch Hand anzulegen, eine Wassersportart praktisch auszuprobieren. Und da hat sich einiges getan. Wir haben beispielsweise eine wunderbare Kanustrecke jetzt, 90 Meter Wasser ausprobieren, paddeln, in natürlicher Umgebung, in einer Halle. Ganz außergewöhnlich, muss man einfach mal gemacht haben. Wir haben ein neues zusätzliches Tauchbecken bekommen, wo man den Tauchsport ausprobieren kann. Und wir haben eigentlich versucht, alle Angebote für Besucher noch mehr zu optimieren. Da sind ein paar neue Sachen dabei, ich habe es genannt. Die Dinge, die sich bewährt haben, die sind verbessert worden. Und ich denke, das wird von den Besuchern auch honoriert werden. Das Interesse der Besucher, das haben wir im Vorfeld schon gesehen, ist sehr groß. Was möchten Sie denn erleben auf der Boot? Was ist denn Ihr Highlight? Was wollen Sie auf keinen Fall verpassen hier in den 9 Tagen? Ja, also mit Booten kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, aber womit ich mich nicht gut auskenne, das ist mit Paddelbooten. Und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir haben ja die neue Paddelstrecke hier in der Halle und das werde ich mal machen. Da werde ich mal mit dem Kanu runterfahren und mal schauen, ob mir das auch gefällt. Gut, dann geben Sie uns eine kleine Information, wann Sie es vorhaben. Dann kommen wir mit der Kamera vorbei und werden das dann mal dokumentieren. Vielen Dank. Okay, danke. Dankeschön. Robert Marx, Präsident vom Bundesverband Wassersportwirtschaft. Wir stehen einen Tag vor der Boot. Wie ist die Stimmung? Alle nervös oder sind die Vorbereitungen gut gelaufen?
Die Vorbereitungen sind gut gelaufen. Wenn man durch die Hallen geht, kann man sehen, dass es so aussieht wie jedes Jahr. Man glaubt nicht, dass es fertig wird. Es wird aber fertig. Die Stimmung ist gut und wir sind der Meinung, dass es eine sehr, sehr gute Messe wird, zumal wir mehr Fläche verkauft haben in Düsseldorf und es sieht insgesamt sehr gut aus. Gibt es im Moment Themen, die die Branche sehr beschäftigen? Natürlich gibt es Themen, die die Branche sehr beschäftigen. Was passiert 2012 ist natürlich ein Thema. Wenn man die Presse liest, klingt das alles ganz schrecklich. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, ist es nicht ganz so schrecklich. Das ist natürlich ein Thema, was passiert 2012. Aber wir sehen eben auch, dass in Deutschland gut konsumiert wird. Von daher ist es ein wichtiges Thema, aber vielleicht werden wir 2012 oder vermutlich mit einem blauen Auge davonkommen. Für die Branche ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Führerscheinregelung, die Änderungen, die jetzt kommen, einerseits im Mai, die wesentliche Vereinfachung bei den Fragen, aber auch die Steigerung der führerscheinfreien PS, also von 5 auf 15 PS. Und davon verspricht sich die Branche nochmal einen Impuls, um auch mehr Einsteiger zu gewinnen. Wir rechnen nicht nur mit dem Impuls, wir rechnen schon mit dem Schub, weil wir wissen, dass der Wassersport eben bei vielen ganz oben auf der Liste steht. Sie würden es gerne machen, aber die Anstiegshemmnisse sehr hoch sind. Und wir versprechen uns da schon einen Schub von. Wer mal ein Schlauchboot mit 5 PS gefahren hat, der weiß, dass das ein relativ zähes Thema ist. Wer schon mal ein Motor oder ein Boot mit 15 PS gefahren hat, der weiß, dass das eben auch mehr Spaß macht. Und wir denken schon, dass wir einige mit unserem schönen Hobby infizieren können. Hier auf der Boot in Düsseldorf, was gibt es da für Neuheiten, die sich vielleicht lohnen anzuschauen? Es gibt so vieles, das kann ich gar nicht im Einzelnen nennen. Was ich toll finde, ist die World of Paddling, jetzt als Ausstellungsstück sozusagen. Es gibt ganz viele tolle neue Boote, es gibt ein paar neue Motorenkonzepte. Also es lohnt sich einfach durch die Hallen zu gehen und zu gucken, was es überall Neues gibt. Es ist einfach viel Innovation im Moment am Werden oder am Umsetzen und das ist einfach spannend. Gibt es für Sie persönlich eine Geschichte, die Sie auf jeden Fall ausprobieren wollen, was Sie auf keinen Fall verpassen möchten? Ich werde auf jeden Fall den Tauchturm, den neuen, ausprobieren. Ganz sicher. Okay, dann viel Spaß dabei und eine gute Messe. Vielen Dank.